Hallo, willkommen zur neuen Runde. Ich bin alleine im Arcade und wir machen mal ein paar fixe, schöne, geile Runden. Noch bevor der nächste Patch reingeht. Denn ab dem 7. Um glaube ich 9 Uhr morgens geht der Patch live, bei dem die JS9 komplett hart genervt wird. Das wird witzig. Muss ich mal ausprobieren, wie die dann ist, aber das sieht schon sehr bitter aus. So 15% höhere vertikale und horizontale Rückstoß. Ist schon schwierig. So, niemand hier? Bin ich oben? Ja, ich bin oben. Ist er untergelandet? Ja, da nämlich. Ja. Ich kann es ein bisschen anticken können. Will ich mir mal das Sniper holen? Oh. Dann verpiss dich jetzt! Was ist dein Problem? Wo willst du hingucken? Mein Gott. Ja, ich weiß, dass du da im Fenster bist. Ne? Willst du? Warte. Ah, nicht gut. Ah, im unteren Fenster. Da habe ich gerade nicht hingeguckt. Dann gönne ich mir die Zeit noch mal eben und heile mich komplett hoch. Da unten liegt der M24, aber ich brauche, ich glaube keine, ne? Ja, ich glaube keine. Ich glaube keine. Ich brauche nur einen neuen Helm. Das ist mega witzig, wichtig. Einser Helm ist schon mal. Ja, komm, jetzt mal hin. Der Seite. Ich bin zu weit. Ich habe einfach for real gedacht, dass diese Säule dort bis hinten zur Wand ist und dass eine Wand da ist. Ich bin so dumm, ne? Es ist so dumm. Ich habe einfach auch diese ganze Zeit diese Säule genau in meiner Sicht, beim Sichtfeld zwischen der Tür gehabt. Ja, nee, das die Runde vergessen war, ja? Da war ich auch die ganze Zeit nur verwirrt, wo was ist. So, wenn wir ein bisschen brauchen, dann können wir kurz mal in die Patch Notes reingucken. Und zwar hier, JS9, 2 Damage weniger, ein vertikaler Rückstoß um 18% erhöht, horizontaler Rückstoß um 15% erhöht. Also richtig, richtig krass viel. Das kommt, Stand jetzt ab morgen, also 7.2. 9 Uhr morgens, ab da geht's los. Und die Shotguns wurden krass gedebufft. Also die, ich glaube, bei der S1 und der S6 kommt, ist, glaube ich, der Spread erhöht worden. Also, dass sie nicht mehr so krass schnell sind. Und bei der zweischüssigen, oder bei, dass der Zeitraum zwischen den Schüssen wurde aber erhöht. Die DBS ist jetzt weniger, ist jetzt weiter gespreadet. Schießt dafür aber schneller, also ein bisschen weird. Schießt schneller, hat aber mehr Rückstoß, größere Projektil-Hitbox, größere Spreads auch noch. Also, nee, kleinere Projektilbox, sorry, natürlich, ne? Also Kugeln sind kleiner, ein Ticken, wenn überhaupt auch. Und spreadet mehr. Das heißt, die soll weniger jetzt auf so eine Entfernung funktionieren. Das konntest du ja mit der JS, mit der DBS auf die Entfernung einfach mal so den komplett wegschießen, was ja dumm ist mit einer Shotty. Ja, und die JS9 ist halt komplett OP gewesen, muss man auch sagen. Da gab es halt nichts, was irgendwie so stark ist wie die. Und in den Patchhouse haben die reingeschrieben gehabt, dass die JS9 eine Winrate von 56% im Vergleich zu ARs hatte. Ja, ne? Ist jetzt nicht komplett OP, aber ist schon besorgniserregend.
Weil der AR ist ja schon auf einer gewissen Distanz und so eigentlich besser sein sollten. Das ist meiner. Das sind auch Mates. Sonst ist. Nee. Ah, da vorne. Kann noch so ein bisschen, ne? Da hinten auf dem Dach ist halt einer. Und dort. Wenn die jetzt so nach rechts rennen, dann bin ich hier am Sack. Rennen wir nach links. Ich habe einen Header getroffen, aber es reicht halt nicht. Ist halt nur eine Dragunov, ne? Hm. Ich mal gucken, ob ich da hinten irgendwie. Ich sehe den noch nicht. Schade. Schade, schade. Jetzt habe ich ihn. Ich sehe die anderen noch nicht. Und was mit denen da oben? Da ist keiner zu sehen. Na ja, gut. Niemand da. Ernsthaft? Da hinten? Habe ich hier schon mal markiert, aber. Oh, ich hab's noch rüber geschafft. Cool. Wollen wir mal schön in die Ecke rennen. Krabbeln mal nicht. Dass der mich von hinten gehaddert hat. Also crazy. Junge, aus dieser Richtung muss das gewesen sein. Ich hab schon wieder keinen Helm, ne? Finde ich ja nochmal eine richtige Sniper. Nee, leider nicht. Oh shit. Bin dann sauber. Oh, und der Gedaunte ist jetzt tot. Lol, den hat keiner gerettet? Krass. Also den, den ich am Anfang da hinten am Hügel gemacht habe. Total wild. Der hatte doch auch einen Mate neben sich. Ist der so weit weggerannt? Oh. Wohl nicht. Frech. Kann ich bitte hier rüber? Oh mein Gott. Ist hier da oben eigentlich immer noch, oder? Jetzt will ich aber wirklich nochmal hier reingucken. Nee, da ist nix. Auch nicht. Ich bräuchte ja einen neuen Helm. Das wäre so meine erste Begierde. Und danach wäre es alles andere. Also danach kommt die Sniper erst. Ach komm. Ein bisschen seitlich. So. Nein, oh Gott. Gehe ich drüber, ne? Ja, ja. Ich mache hier Parcours. Moment. So. Ich
ich bin einfach nicht gut mit der Dragunov, ne? Das ist, ist wirklich schrecklich. Das kannst du dir nicht angucken. Was ist denn das? Digi, digi, digi. Okay, letzte Chance. Dann guck nochmal in das Haus rein. Oh Gott. Gib mir Dragunov und ich verkack das Ding hier alleine. So sieht's aus. Ace. Sonix. Aber. Einserhelm. Das ist zumindest etwas. Oh. Das ist doch eine gute Sache. So. Einserhelme. Jetzt bräuchte ich halt nochmal einen Zweierhelm. Ich geh mal sicherheitshalber rein, weil ich nicht genau weiß, wo die anderen sind. Okay. Stimmt, eine Zweierweste hätte ich mir auch mal mitnehmen müssen, wa? Bin ich schlau gewesen. Ist da einer? Ah, gehen die auch schon auf Reifen. Schweine. Dann mal hier rüber. Das war auch dumm gesetzt, ich hätte mehr warten sollen. Habe ich Zeit gehabt. Oh Gott, ich bleib da stehen. Ach, come on. Na komm. Ding ist, wir haben ja auch noch mehr Gegner, oder? Ne, der eine ist Discon. Doch, der ist tot, oder? Ist der tot? Der rote? Kann sein, muss aber nicht. Also ich gehe gerade davon aus, dass der tot war oder gedownt ist oder so. Der Lebensbalken ist halt noch voll, ne? Warte mal, war da oben? Ja. Da ist er immer noch. Der ist nicht weit gelaufen. Macht er? Ah, scheiße. Ja, da wollte er zu viel. Da wollte er zu viel. Ein anderer Blau ist auch da. Okay. Gut. Ja, sorry, dass ich den Kill genommen habe, aber der war doch gut. Der lief doch. Mensch. Den darf man doch wohl nehmen. So. Haben wir noch was? Das war wohl noch kurz warten für die Patch Notes. Dann können wir gleich nochmal die Shotguns genauer angucken. Gab es sonst noch was Besonderes? Ja, es gibt noch zwei Sachen, die noch hinzukommen jetzt beim nächsten Patch. Und zwar gibt es eine neue Mechanik, wo du Teammates... Okay. Alles klar. Und zwar gibt es eine Mechanik, wo du höher vaulten kannst. Und zwar kannst du als Teammate dich ducken und dann kannst du dem anderen, der darauf zukommt, quasi so hoch helfen. Also ein bisschen Räuberleiter. Und dann kann der obere Hand runterhalten und den mit hochziehen. Das heißt, man kommt jetzt auf höhere gelegene Ebenen zu zweit hoch. Ich gehe mal davon aus, dass auch viele Dächer darunter zählen. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Ding hier. Bei dem Haus, wenn ich richtig liege, hast du, glaube ich, keine Möglichkeit, davon aus nochmal hochzugehen, oder? Ich glaube, das ist hier... Na, die Reifen könnten vielleicht reichen, vielleicht sind die aber auch zu klein. Bei vielen Dingen wird das allerdings cool werden. Da muss man mal ausprobieren, dass man sich auf ein paar Dächern verschanzt.
Jetzt mal einfach dahin. Keiner pinkt was. Ja, okay. Genau, weil ich habe einerseits finde ich sehr, sehr cool, dass du jetzt auf verschiedene Sachen drauf kannst. Andererseits finde ich das auch ein bisschen könnte schwierig sein, weil es halt schon etabliert ist, wo du drauf kannst und wo nicht. Und du dadurch jetzt mehr so 3D-Ziele hast. Tschüss. Hallo, ich war alleine. Naja. Weil das halt so eine Sache ist, die mir eher nicht gefällt. So COD oder altes COD-like, dass man sich, dass man überall an den Wänden langlaufen kann und auf allen Ebenen, also ganz nach oben und unten, überall können Gegner sein. Und guckst nach unten, dann siehst du ihn nicht, siehst ihn oben, dann siehst du ihn, weißt du, Bildschirme, die sind halt so. Und nicht hochkant. Und das kotzt mich halt meistens bei Shootern an, wenn du halt eigentlich einen Hochkant-Monitor bräuchtest, damit du den Gegner richtig siehst. Weil der halt überall sein könnte. Oh. Da auf dem Dach oder was? Ja, ich kann nochmal hier die Sachen alle ausmachen. Oder das Fenster. Nee, das ist mir zu dumm. Das ist mir zu dumm. QBZ hat der genommen. Eine Granate geschnappt. Und dann gehe ich jetzt mal ins Haus und hole mir eine richtige Sniper. Also mit MK12 kann ich das hier vergessen. Also so ein Kampf, den sollte man glaube ich lieber gar nicht einnehmen. Bei Onoff P9. Nee. Splittergranate ist auch immer gut dabei. Ah, ja, da ist nix. Der Penner, ey. Help me, help me! Number one, help me! Drop. How the fuck do I have to go there? Nah, dude, we both gonna die there. Out of the zone. Oh. Oh! I was me. At the water. At the water. Number one at the water. Will der mich verarschen oder was? Sagt, das sind ja Teammates, ne? Er sagt, helf mir, sitzt auf dem Dach oben. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da drauf kommen? Geht schon mal nicht. Dann will ich da hingehen, er droppt nicht, erst was ich sage. Und dann sind wir so hart außerhalb der Zone und er will trotzdem, dass ich ihm helfe, dass wir niemals das hätten schaffen können. Weil das so viel tickt im Arcade. Das kannst du doch nicht also. Ich muss echt, wirklich. Da hätte ich einfach nicht hingehen dürfen. Einfach gar nicht erst versuchen. Gucken, wo die Zone ist und dann weitergehen. Das ist halt, wenn der da oben stirbt und dann sich nicht gleich in die Gänge setzt, ja, dann war es das auch. Oh. Oh Mann. Ah. Die zweite Sache in Patch Notes. Die zweite Sache in den Patch Notes ist ein neuer Wagen auf, hier, auf Rondo. Es gibt jetzt demnächst ein Pico-Bus. Das ist das erste elektronische Auto in PUBG. Und das ist so ein kleiner Kackbus. Der aber elektrisch fährt und den du aufladen kannst an solchen Elektroladestationen in Rondo. Sehr wild. Also im Grunde nochmal eine neue Tankstation. Ich glaube, das geht nicht bei normalen Tanken, sondern das geht dann nur bei anderen. Alles klar, was haben wir denn hier für eine Kacknachricht? Erstmal sperren. Perfekt. Auf Twitch gibt es anscheinend auch Sexbots. Perfekt, Digi. Jo, läuft. Und tschüss. Da brauche ich anscheinend einen Bot für. Ich hätte nicht gedacht, dass das nötig ist, aber anscheinend gibt es die auch hier. Naja. So, niemand hat gepinkt, alle gehen raus.
Wie da oben. Digga, wir können doch jetzt nicht. Ja, gut, okay, dann. Alles klar. Gut, machen wir's. Dann entscheiden wir mal eben so auf spontan, wo wir hingehen, nachdem wir den Fallschirm gezündet haben, ne? Kommt der Gelbe dann noch? Schafft er das? Da oben sieht man mich. Falls er ist. Wieder Dragunov. Das Spiel will mich wirklich verarschen. Ich sag ihm, Dragunov kann ich nicht. Ich krieg nur noch Dragunov. Ah, kein Fallschirm. Sind wir hier? Kara. Schön. So. Sonst leider nicht wirklich was hier. Ah, ist hier niemand. Zone ist auch dort. Sie. Den sehe ich da nicht. Ah. Weiß ich nicht. Noch ein Molly. Wie ist denn das, wenn ich hier raufgehe? Oh, dann sehe ich ihn. Digga, zweiter Heli auf ihn. Ja, moin. Tut mir auch ein bisschen leid, ne? Aber irgendwie auch nicht. Immerhin. Kann ich eben was von ihm. Oh, die wollen alle rechts rüber. Aber links haben wir doch jetzt schon so gut Progress gemacht. Das wird doch eigentlich schicker. Die denken doch, ich hacke. Was ist das? Ich habe aber sowas von an. Alter. Ja, ne? Es ist halt, ihr seht, ne? Warum ich DMRs nicht mag, weil ich halt nicht gut mit denen bin. Was ich kann, sind SRs. Jetzt mal nicht. Jetzt werden die von da gemacht. Leute, nimmt mir die nicht weg, Mensch. Das sind meine. Schon drei Hände auf die gedrückt. Ja, lass mir die machen. Gehören mir. Ich denke mal, dass wir von der Mitte war. Könnte aber auch das Haus sein. Sehr gut. Ich mach trotzdem noch mal eine Granate rüber. Sicherheitshalber. Ich war mir nicht sicher, ob der hier direkt hinter der Kiste war oder da hinten an der Mauer. So richtig habe ich nicht getroffen. Aber ich mag die Position hier. Ich will hier nicht bleiben auch. Und sofort. Wir haben halt auch die Kollegen von rechts, ne? Da waren auf jeden Fall noch welche. Hab ich da den im Fenster gerade irgendwie gesehen? Dort in der Mitte. Ja.
Versuchst du es, kriegst du aus dem Maul, ne? Ja. Ah ja, siehst du? Der geht mir aber auch auf den Sack. Mein Gott. Du willst richtig wissen. Ja, Granaten kannst du nicht bis hierhin werfen. Nice try, aber irgendwann habt ihr keine mehr, ne? Ist schon ein bisschen weit weg. Wir haben 7 Leute, 3 Gegner noch. Hm. 2 sind da drin. Und der dritte. Der rechts im Haus, der war instant. Wird das Team weg sein? Vielleicht sind da ja in dem Haus 3 Stück. Ja, okay, das ja. Ich hab eine Idee. Machen das jetzt so. Hier rein. Nutze den Graben aus und dann komme ich näher ran. Oben. Konnte ich denn da gerade nicht drüber nachdenken? Die sind einfach oben. Ich hatte auf den Krabben. Da habe ich ihn gehört. Okay. Hm. Ich wollte auch sagen, ich habe da irgendwie was gesehen, gerade kurz. War mir dann aber nicht mehr ganz sicher. Manchmal vertraue ich dem Instinkt nicht. Ne? Ich denke, ich habe da gerade irgendwas gesehen. Green Building 1. Ah, das war glaube ich der hier oben. Hier ist die Zone. Bei uns. Die aber dahinter sind sie. Okay, wollte gerade sagen, ey. Gut. Ja, ich habe die Mollys und die Granaten, die ich hatte, ein bisschen verworfen. Also die hätte man, glaube ich, besser treffen können. Hm. Ich habe einfach viel predicted in dem Haus, aber da waren die oben drauf und gar nicht unten. Ja, das hätte man besser machen können. Naja. Aber dann gucken wir doch zum Ende hin nochmal ganz kurz hier die Patchnotes durch. Und zwar, wir haben die S1 Schrotflinte. Streuung um 13% erhöht und Zeit zum Repetieren, also zwischen den Schüssen, nochmal 0,1 Sekunden erhöht. Kugelgröße leicht reduziert, ne? Das ist halt auch huge, glaube ich. S6, halt auch nochmal Streuung erhöht, Kugelgröße leicht reduziert. DBS, sehr krass, Streuung um 40% erhöht.
40%. Das ist fucking huge. Dann wurde die Zeit zum Reportieren allerdings auch erhöht, dafür aber die Schussfolge reduziert. Ich glaube, das ist dann der Doppelschuss, der hier reduziert wurde. Und dann halt, danach muss einmal nachgeladen werden. So, Choke. Streue ich der Kugeln, das habe ich eigentlich nie benutzt, also da bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Rondo, das ist der Bus. Ja, neues Fahrzeug, Pico-Bus. Sieht absolut beschissen aus, aber ey, ist ein Sechssitzer. Wozu auch immer man einen Sechssitzer braucht. Höchstgeschwindigkeit 114 mit Boost 127. Also ist gar nicht so langsam. Gesundheit kann ich leider gar nicht so genau sagen, wie die Gesundheit von den anderen Autos ist. Aber auf jeden Fall haben die eigene Ladestation. Regenerative Bremse. Dann wird die Batterie leicht aufgeladen. Lol. Cool. Dann am Markt wurden ein paar Sachen gemacht, die nutze ich aber nicht, das ist mir egal. Notfalldeckung. Notfalldeckung, Fackel? Du meinst Notfalldeckungsfackel. Gewicht von 15 auf 23 erhöht. Ach, das Inventargewicht, also Platzbedarf, ist wahrscheinlich erhöht worden, ne? BR-Coins und Goldbarren werden jetzt anders einsortiert. Und das hier ist auch huge. Das ist auch noch mal eine richtig krasse Sache. Wetter. Vorher sah das so aus, wenn es Mitternacht wurde, und jetzt sieht es so aus. Da freue ich mich richtig drüber. Weil das hat mich immer abgefuckt, auch bei Weekendy und so. Immer wenn es dunkel wurde, hast du nichts mehr gesehen, weil die Schatten alle so verwaschen waren. Alles war so dunkel, dass du kaum was gesehen hast. Fand ich immer kacke. So, Spawnänderungen. Die Anzahl der Spawns für den Bluechip-Transmitter wurden leicht reduziert. Die Anzahl der Spawns für Notfalldeckungsfackeln wurden deutlich reduziert. Okay, ja gut. Nicht so schlimm. Ein paar Türen in einigen Gebäuden in Rondo wurden entfernt. Ha. Interessant. Und das hier. Das ist das Klettern. Der eine duckt sich, der andere steigt auf ihn und dann kannst du ihm hochhelfen. Ich weiß aber noch nicht, mit welcher Taste das dann möglich ist. Das müssen wir uns dann nochmal rausfinden, weil in den Patchnotes steht leider gar nichts dazu. Ja, und du kannst jetzt auch übers Fahrzeug klettern. Also so über die Motorhaube und alles sowas. Hochziehen, Fahrzeuge. Dreirädige Motorräder wurden aus allen Karten entfernt, da sie kaum genutzt wurden. Ja, Maschallah. Wer braucht schon Fahrräder? Oder fucking Motorräder? Stattdessen haben wir die Spawnrate von Fahrzeugen angepasst, die häufiger eingesetzt werden. Das ist doch cool. Einer unserer Klassiker, der Benzinkanister, ist sogar angepasst. Genau. Ah ja, stimmt. Du kannst jetzt halt ein Auto auch von außen mit Benzin befüllen. Also es ist halt sowieso dumm, dass man das von innen drin gemacht hat, während man drin gesessen hat. Du sitzt im Auto und kippst Benzin ins Auto. Das ist schon echt dämlich. Ja, dann noch so ein paar Nebensachen. Tutorial, Takei Trainingsmodus, der neuen genau. Wurde nicht so effektiv genutzt wie erwartet, deshalb wurde der KI-Trainingsmodus entfernt. Die zugehörigen Tutorial-Missionen wurden entsprechend angepasst. Oh, okay. Cool. Falls nochmal irgendwer neu anfangen möchte oder wieder anfangen möchte, ihr braucht jetzt nicht mehr durch so ein scheiß Tutorial gehen. Weißt du? Es wurde halt nicht so effektiv genutzt wie erwartet. Wenn die sagen, es wurde nicht so effektiv genutzt, dann meinen die, das hat jeder einfach nur gemacht, weil er es musste. Und ist einfach nur durchgerusht, um das Ding hinter sich zu bringen. Weil, ey, jeder weiß ungefähr, wie was so funktioniert. Oder will das halt dann in-game rausfinden, aber nicht an so einem blöden KI-Modus. Oder Trainingsmodus. Okay, zieh um. Warte mal, ist das was Wichtiges? Werkzeuggürtel? Ab diesem Update werden Werkzeuggürtel-Skins nicht mehr im Shop, in der Werkstatt oder in zufälligen Kisten erhältlich sein. Diese Skins sind außerdem nicht länger auf dem Community-Marktplatz handelbar. Spieler und Spielerinnen, die derzeit Werkzeuggürtel-Skins besitzen, haben im März Anspruch auf eine Entschädigung. Aha. Okay, da kriegt man Bonus G-Coins. Aus dem Pass und Werkstätten kriegst du Credits und aus dem Shop in einen Gürtel kriegst du BP. Aha. Na gut, war auch ein bisschen unnötig, ne?
Wenn es nur diese paar Skins dafür gab, dann ist es halt auch wirklich unnötig geworden. Mhm, ja, es kommt wieder neue Spezialerstellung wegen dem Pass, der wieder neu kommt. Ah, der Ladevorgang für die Devcam wurde optimiert. Sehr gut. Logik der Charakterbewegung wurde verbessert. Aha. Okay. Gut. Ja, ich denke mal, das war alles Wichtige, was da jetzt demnächst auf einen zukommt. Und damit gucken wir dann einfach mal in der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Tschüssi. Lasst gerne ein Like da. Tschüss.